Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mad Games Tycoon. Wir starten heute rein in die zweite Runde und zwar neues Spiel beginnen. Sarge Nedubio, wir spielen auf normal. Und wir gucken mal, wo wir jetzt stehen geblieben waren. Genau, so. Stopp. Was war jetzt hier? Auftragsflaut, keine neuen Aufträge. Können wir irgendwas erforschen? Sonstiges. Themen. Affen, Aliens, Anime, Assassinen, Barbaren. So. Und los geht's. Wir entwickeln ein neues Spiel hier in Mad Games Tycoon. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Dass es auch mit der Qualität vom Sound jetzt besser klappt. Es war erst ziemlich leise. Ich mache es hier mal ganz kurz nochmal ein Stückchen leiser. Jetzt soll das Ganze auch besser passen. Moment, das war zu wenig. So, jetzt passt. Barbaren. Arr. Gucken wir mal, was wir da Schönes erstellen können. Nehmen wir die da mal mit hier rüber. Und wie sieht es mit der Engine aus? Wollen wir die nochmal updaten? Nein. Neue Engine entwickeln, optimiert für... Machen wir wieder ein Geschicklichkeitsspiel. Moment. Können wir hier nochmal... Nein. Spiel entwickeln. Wieder in B. Zielgruppe wählen, machen wir... Teenager, Thema Barbaren, Hauptgenre, machen wir nochmal Geschicklichkeit, mit der Geschicklichkeitsengine, das wird das barbarisches Desaster. Machen wir auf dem PC. Haben wir noch schon einen neuen Kopierschutz? Nein, dann nehmen wir den. Weiter nach da. Da. Zack. Zack. Mehr so für Casual Gamer, denke ich mal. Können wir nicht hier Spielberichte? Haben wir noch keine? Fanbriefe. Einige Fans hätten sich gewünscht, dass Murder's Point einstiegsfreundlicher ist. Okay. Höhere Spiellänge. Höhere Spiellänge, einsteigerfreundlicher. Ich guck mal gerade nochmal hier. Machen wir mal Gameplay. Einen haben wir noch frei, da müssen wir was Größeres entwickeln. Steuerung mit Joystick. Da haben wir auch schon jemanden, den wir hier nochmal an Bord holen können. Na komm, nehmen wir ihn. Wobei wir ihn auch dabei mit in die hier reinziehen können. So. Ah, so. Nein. Jetzt. Schaut unbedingt auch auf Twitch mit vorbei. Und...
Habt dort auch Spaß. Wenn hier mal kein Video kommen sollte, vielleicht bin ich auch gerade mit am Stream. Auf Facebook findet ihr alle neuen Infos. Dreht auch unserem Discord-Channel mit bei für die Community. Ja, das werden wir veröffentlichen. Okay, alles besser jetzt. Ja. Super. Gameplay-Störungen. Okay. Machen wir mal ein Update, erstmal ein Patch. Oh, keine Bugs, sehr schön. Aber vielleicht können wir hier noch ein Update bringen. Damit es mal ein bisschen hier besser voranläuft. Und dann brauchen wir unbedingt mal ein neues Genre. Da ziehen wir den gleich hier ab. Nee, wo war das jetzt hier? Nimm mal ihn. Nimm mal sie, die Natascha. Die Verkaufszahl müssen wir ein bisschen steigen nochmal. So, da ist die schon mal hier am Machen. Weil da können wir die beiden auch mitnehmen. Ne, aber Nachfolger ist... Nee, dafür haben wir die Technik noch nicht. Können wir schon irgendwas Neues mitbauen? Ja, das ist klar. Aufenthaltsraum auch. 50 Bucks. Interaktiven Film erforschen. Drittes Jahr. 200 Grafikpunkte. Mindestens 5 Millionen auf Konto. Das wäre mal richtig schön. Konsolen, Serverraum. Mehr Spieler per Internet erforschen. Aber ich kann mir auch uns noch eine Engine programmieren. Optimiert für... Ah, nee, das ist zu... Wir brauchen ein neues Genre. Da machen wir dann gleich eine neue Engine dafür. Gut, wir sind jetzt langsam ein bisschen im Plus. Nach Woche 7. Da können wir vielleicht auch nochmal ein Patch noch bringen. Neue Objekte. Bessere Sounds. Achso, und das ist ganz wichtig. Machen wir vielleicht erstmal das hier. Oh, lizenziert für 12.000 ist schon mal sehr gut. Konsolenforschung noch nicht. Genre. Machen wir da mal eine Wiesim. Das klingt da ganz gut. Ah, ne, noch nicht. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr die Folgen eigentlich haben möchtet. Ob die ein bisschen länger sein sollen oder... Na, kürzer ja noch nicht mehr. 15 Minuten sind eigentlich auch ganz okay. So. Wurde vom Markt genommen? Nee. Vielleicht können wir auch nochmal hier ein Update machen. Das und neuen Spielmodi noch mit rein. Was würde denn... Naja, Nee. Das bringt jetzt mal noch nichts. Noch nie. Später. Upsala. Wir brauchen erstmal jetzt die Wiesim hier fertig. Dann machen wir dafür eine... Erstmal die Steuerung per Joystick noch mit. Scrolling ist mit dabei. Ich
Genres zu mixen. Das ist der erste Genre erforscht. Wir sollten versuchen, Genres zu mixen, um etwas Neues für die Spieler zu erschaffen. Ohne Genre steht nun zur Verfügung. Okay, Future. Nee, machen wir mal so jetzt hier. Wo bist du? Wo bist du da? Eine Engine programmieren. Erstmal eine neue Engine. Die wird für die Wiesim. Alle Features rein. Machen wir für 12.500 und 12%. Und dann brauchen wir unbedingt die B-Plus-Titel. Aber jetzt geht's gleich Schlag auf Schlag mit den ganzen. Ja, künstliche Intelligenz. Nein. Naja. Ich bring erstmal jetzt mit. Gut. Spiel entwickeln. Zielgruppe würden. Mach mal auf erstmal für Teenager. In dem Mittelalter. Mittelalter, Barbaren, Wiese. Untergenre. Mit der Wiesim. Das wird Mittelalter Markt. Auf dem PC. So, eine Simulation. Die soll Gameplay haben. Funktion einsteigerfreundlich und auch ein bisschen für Casual Gamer. Sound ist dann nicht ganz so wichtig. Die Technik, das auch. Ich denke, so ist okay. Das passt auch, immer 5 von 5. Und los entwickeln hier. 44.000, das ist schon mal sehr gut. Da haben wir schon Bugs mit drin, aber es geht auch hier schon langsam gut voran. Was können wir hier? Scrolling und simple KI. Komm, da können wir den hier arbeiten lassen. Etwas schneller hier, damit wir vorankommen. Wie viele Bugs haben wir jetzt hier? 3. Strategiespiele haben wir jetzt auch freigeschaltet. Das wird auf jeden Fall auch was werden für uns. Aber erstmal brauchen wir jetzt Geld. Ich hoffe, dass der gut durch die Decke geht. Also, was heißt so Decke? Das ist, wenn man die alles verkackt haben hier. So, Strategiespiele. Wirtschaftssim. Machen wir eben auch Blue Ocean, oder? Marktstärke haben alle bloß einen Punkt. Keine? Oh, nicht mal die 50%? Echt? Die Grafik sieht echt gut aus. Ein paar kleine Schönheitsfehler waren nicht zu beheben. Der Sound und die Musik sind gut gelungen. Da gibt es im Hintergrund im Grunde nichts zu meckern. Die Steuerung ist super, so macht Spielen Spaß ohne Ende. Das Gameplay ist durchschnittlich, etwas mehr Arbeit hätte dem Spiel gut getan. Das Spiel ist durchschnittliche Kost. Genre-Fans können aber zuschlagen. Update.
erstmal die Bugs raus. Dann noch ein Update mit rein. Machen wir einmal alles für 7000. Themen, brauchen wir neue Themen. Oder ein neues Genre. Jump'n'Run, Sportspiel wäre cool. Ein RPG. Ah, sind gerade mega teuer für uns. Noch. Das bräuchte man als nächstes. Machen wir die simple Intelligenz mit rein. Gut, kriegt ein Update. Wir sind jetzt auch mit 12 im Plus. Ein Auftragsspiel. Im B-Plus haben wir leider nicht, tut mir leid. 6 Wochen. Oh, schaffen wir das? Ich hoffe, ey. Schlechtes Spiel des Jahres, der Mittelaltermarkt. Hm, schade. Okay, gut, das haben wir gut gemeistert. Nachfolger von... Murder's Point. Machen wir Murder's Point 2. Kopfgeldjäger im Mittelalter. Wir gehen voll auf Mittelalter. Geschicklichkeit. Wir müssen erst die updaten, bevor wir was machen. Engine updaten, Geschick. Speicherfunktion. Das ist auch wichtig für uns. 100. Oh, das ist sehr gut. Lizenzen erwerben. Marketingabteilung. Dann machen wir jetzt gleich die B-Plus-Titel. Oh. 50.000 haben wir schon verkauft von dem Spiel. Dann machen wir jetzt hier... Erstmal die B-Plus-Titel. Auftragsspiel. Okay, warte mal. Oh, naja, hab ich geklickt. Ah. Features, Speicherfunktion. 17 Wochen. Das sieht gut aus. Upsala. So. Aber wie das dann weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge hier bei Mad Games Tycoon. Ich denke mal, der Mittelaltermarkt wird sich gleich dann verabschieden. Wir werden Speicherfunktionen freischalten. Wir gehen das mal jetzt hier auf Speichern. Und dann werden wir auch so noch eine Engine noch updaten und B Plus freischalten, größere Titel. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, ob ihr damit dabei seid. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Spieltitel habt, die ihr gerne hättet oder mit Genre am besten dazu, wie es heißen soll. Schreibt es mir in die Kommentare, werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen dann. Wäre mega nice und bin jetzt mal raus. Macht's gut, tschüss und ciao.